Wir scheitern täglich daran, wer wir sein sollten und vergessen dabei, wer wir sein könnten. Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von meiner Seite. Seit ein paar Monaten bin ich zurück aus Mexiko und wieder im Schweizer Alltag angekommen und ich habe die Zeit ein bisschen genutzt, mal darüber nachzudenken, in welche Richtung ich mich persönlich entwickeln möchte und in welche Richtung ich auch mit meinem YouTube-Channel gehen will. Die ersten Jahre, als ich angefangen habe, Videos zu produzieren, vor 4 Jahren war das, habe ich überhaupt nicht darüber nachgedacht, was ich eigentlich in meinen Videos zeigen möchte oder was ich eigentlich in meinen Videos verkörpern will. Also mein Ziel war schon immer, die besten Videos der Welt zu machen. Und am Anfang hat das bei mir so ausgesehen, dass ich mir Gedanken darüber gemacht habe, okay, welche Kamera brauche ich, welche Einstellungen muss ich machen und musste das ganze Schnittprogramm verstehen, um dann die Videos im Schnittprogramm auf dem Computer zusammenzuschneiden. Das hat sich dann so hoch gesteigert, dass ich angefangen habe, für andere Leute zu filmen, zu fotografieren. Ich habe Aufträge bekommen, ich habe Geld verdient. Und das, nach 2,5 Jahren hat sich ein gewisser Gabriel Palacios, der bekannteste Hypnosetherapeut der Schweiz, hat mich angeschrieben und mich gefragt, ob ich für ihn arbeiten möchte. Und ich habe die Stelle dann angenommen und dabei habe ich mir einfach mal gesagt, okay, jetzt hast du qualitativ ein Level erreicht, wo du zufrieden sein kannst. Jetzt fokussiere dich mal wieder auf was anderes. Ich habe dann darüber nachgedacht, okay, was macht eigentlich ein richtig gutes Video aus? Und das Wichtigste in einem Video ist der Content, der Inhalt, die Geschichte. Und um das am besten und einfachsten umzusetzen, ist es am einfachsten, wenn man eine Person hat, die vor einer Kamera steht und etwas erzählt, eine Geschichte erzählt. Und dabei habe ich gemerkt, dass ich mich sehr schwer tue, vor einer Kamera zu performen und zu sprechen. Und dann habe ich mir eine Lebensphilosophie zu Herzen genommen, die ich seit ein paar Jahren kenne. Und das ist, mach deine Schwäche zu einer Stärke. Denn es bringt nichts, immer an seinen besten Fähigkeiten zu optimieren und zu optimieren, weil das ist nicht das, was einem daran hindert, weiterzukommen. Denn was einem wirklich hindert, weiterzukommen, ist meistens, was einem am meisten blockiert. Und darum habe ich mir dieses Motto zu Herzen genommen und jetzt selber hier vor die Kamera mehr zu stehen, um zu üben und einfach mal zu teilen, was ich gerne, dass ich einfach vor einer Kamera spreche und performe. Jetzt werde ich wieder ein bisschen unsicher, aber ich versuche im Flow zu bleiben. Ich habe da noch meinen Spickzettel hier vorne, also wenn ich mich immer verspreche, dann kann ich das einfach cutten, dann ist zum Beispiel einfach der Arm hier und dann geht es einfach hier weiter. Aber es ist dann einfach mühsam auf Zeit, immer wieder die Videos zu schneiden und dann verliert man einfach den Überblick. Aber ja, aus seiner Schwäche eine Stärke machen. Übung macht den Meister. Ja, das ist das, wo ich mittlerweile einfach vor die... Und das ist der Grund, warum ich dies zu diesem Videoformat gewechselt habe, wo ich einfach gesagt habe, jetzt will ich mal hier vor die Kamera gehen und will es einfach mal üben, damit ich einfach besser werde. Weil ja, ohne Übung geht das einfach nicht. Manchmal sieht man einfach Videos und denkt, wow, der kann das einfach so einfach. Und dann, ja, weil man einfach nur das Produkt sieht, das Resultat, das Endprodukt sieht. Aber man sieht die ganze Produktion dahinter nicht. Eben, dass man eben dafür üben muss. Ich meine, wie viel Mal bin ich da hinten vor meinem Spiegel gestanden und habe einfach mal zu mir selber gesprochen. Einfach mal, um das blöde Gefühlchen aus dem Kopf zu bekommen. Weil ich spreche jetzt einfach auch in meinem leeren Raum, einfach hier zu einer Kamera. Ich sehe mich so gerne auch selber in meinem Bild. Ja, ein komisches Gefühl, aber mittlerweile muss ich sagen, ich werde immer wie besser. Ja, ich will mich jetzt da nicht zu fest rühmen. Ja. Also das Wichtigste in einem Video ist der Inhalt. Und dann habe ich mir einfach Gedanken darüber gemacht, okay, über was möchte ich denn gerne erzählen? In was bin ich denn eigentlich gut? Oder in was fühle ich mich persönlich am stabilsten und am sichersten? Oder was macht mir am meisten Freude? Ich habe mich in den letzten Jahren in vielen Bereichen vom Leben sehr weiterentwickelt und viele Erfahrungen und Erlebnisse gemacht. Ich bin gelehrter Zimmermann, arbeite seit über 15 Jahren auf dem Bau. Dann im Winter bin ich Skilehrer. Habe mir das Video und Fotografieren selber beigebracht und habe davon auch leben können.
Aber ich fühlte mich einfach nicht safe dabei. Und irgendwie, wenn ich andere Videos auf YouTube anschaue, sehe ich einfach viel andere Leute, die viel geileren Content produzieren, weil ich denke, boah, da muss ich noch so viel lernen. Was ich mich am meisten entwickelt habe in den letzten Jahren, war hinter der Kamera eigentlich. Dass ich in den letzten Jahren sehr unabhängig geworden bin. Dass ich einfach machen kann, was ich wirklich will und mir ein Ziel gesetzt habe und einfach genau weiß, wie ich darauf hinarbeite. Oder wenn ich einfach auf ein Problem stoße, dass ich einfach merke, okay, wo ist meine größte Schwäche? Mache ich aus meiner größten Schwäche eine Stärke. Und so geht es wieder vorwärts. Bam. Und ich hatte es wirklich in meinem Leben die letzten Jahre nicht. Ich hatte viele Jahre einfach wirklich, wo ich einfach wirklich in einem Loch unten war. In verschiedensten Bereichen. Ich hatte Ängste, ich hatte Depressionen. Ich habe Zweifel am Leben gehabt, ich hatte Angst vom Tod. Ich möchte einfach Videos zu produzieren, wo ich kontroverse Themen machen kann, wo ich Menschen zum Nachdenken anstoßen kann und Probleme, die ich in meinem Leben begegnet bin und die Lösungen dazu teilen möchte, weil ich es einfach als riesen wertvoll finden würde, wenn ich darüber nachdenke, wenn ich mich vor 15 oder 20 Jahren heute hier sehen könnte. Ich habe aber viele Dinge einfach nicht gefunden. Da musste einfach selber über Jahre bin ich einfach, habe ich damit gekämpft, um daraus irgendwie eine Lehre zu ziehen oder einfach eine Lösung zu finden. Und ich möchte einfach einen YouTube-Channel kreieren, wo ich meine Erlebnisse, Erfahrungen, Gedanken, Meinung und Lösungen mit euch gerne teilen möchte. Und das Ganze hat natürlich auch einen Hintergedanken. Wie vorhin schon angesprochen, habe ich für den bekanntesten Hypnose- und Gesprächstherapeuten der Schweiz, Gabriel Palacios, als Videoproduzent arbeiten dürfen und dabei einen Einblick in die Ausbildung zum Therapeuten bekommen. Und ich möchte einfach dieses Videoformat, was ich jetzt hier habe, als meine PR nutzen, als meine Werbe nutzen, wo ihr die Gelegenheit habt, mich besser kennenzulernen, wo ich gerne über kontroverse Themen oder einfach Lösungsansätze, meine Ängste und Probleme reden möchte und euch somit einfach auch die Gelegenheit gebe, euch zu zeigen, wer ich bin. In einem Video kann man sehr einfach Emotionen und Informationen teilen und als im therapeutischen Bereich kann ein potenzieller Klient dann ziemlich einfach von zu Hause aus herausfinden, ob diese Person einem sympathisch ist oder nicht. Und ob man bei diesem Therapeuten dann eine Therapie machen will und ob man dem vertraut, ob man dem sich dann auch öffnet, um seine Anliegen auch preiszugeben. Erst nach meiner Anstellung habe ich mich eigentlich jetzt dazu entschlossen, die Ausbildung auch noch zu machen, um andere Menschen, vielleicht dich, mit deinen Anliegen zu unterstützen, bei Blockaden oder Süchten zu überwinden, seine eigene Ressource zu finden und zu dem Menschen zu werden, der man wirklich sein will. Für weitere Infos schaut unten in meiner Videobeschreibung nach. Ich werde bestimmt auch eine Webseite machen. Gebt mir einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Schreibt mir einen Kommentar und vergesst nicht, den Channel zu abonnieren, um weitere Videos nicht zu verpassen. In dem Sinn danke ich euch vielmals fürs Zuschauen. Ich wünsche euch ganz einen schönen Abend oder einen ganz schönen Tag, was auch immer. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Euer Jan. Peace.